Weißt du, und deswegen ist jetzt die erstmal praktischer, die Holzwand, weil du die Steine natürlich jetzt erstmal, ne, nicht so en masse findest wie Holz. Aber egal. Hier liegen auch noch welche rum. So, ich nehme jetzt einfach den Schlitten mal mit. Ich meine, was in dem Game jetzt auch noch ein bisschen unlogisch ist, dass der leere Schlitten gleich schwer zum Schieben geht als wieder voller. Ja. Das ist. Ich pack dir mal ein paar Steine hier drauf. Ich habe jetzt auch in dem anderen mal ein paar Steine reingepackt. Okay, jetzt wird es eh schon relativ schnell wieder dunkel. Da ist auch noch einer. Also. Ich hab dir mal was draufgepackt. Ach mein Gott. Ach no. Mach doch nicht immer dieses. Sch oh, mach doch nicht immer dieses scheiß Feuerzeug an, ey. Da, 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 So, da. jetzt schiebe ich mal den. Nee, jetzt habe ich mich da irgendwo rein manövriert. In dem anderen habe ich dir auch schon was reingelegt. Okay, danke. Mein Gott, was habe ich getan? Ich habe Wo irgendwas bist du? angezogen. Ich habe auf irgendwas draufgeklickt. Ich dachte, das wäre ein großer Stein. Und auf einmal, tjung, kam so ein komisches Geräusch. Und bin, sehe ich irgendwie anders aus? Guck mich mal an. Warte mal, ich komme gleich zu dir. Wo bist du? Hier. Okay, jetzt ist es relativ dunkel. Du hast jetzt irgendwas Schwarzes an, aber es kann natürlich auch vom Licht her schwer erkennbar sein. Okay. Macht mir gerade ein bisschen Angst. Vogel. Ich helfe mal eben mit. Aber ich glaube, die Ach, Mauer das können ist wir. Schlamm. Oh mein Gott, das ist Schlamm. Du kannst, wenn du dich hier, wenn auf dem Boden Schlamm liegt, dann kannst du dich damit einreiben. Und dann hast du sowas wie eine Rüstung an oder bist schwer zu erkennen oder so. Ich glaube, ich bin gerade voller Schlamm. Das könnte vielleicht sein. Gott. Warte mal, ich fahre jetzt mit einem anderen Karren wieder retour. Kann man, also Floß wird man wahrscheinlich auch bauen können, oder? Ja, du kannst hier so richtig alles auf Wasser bauen und so. So, ich mache jetzt noch ein bisschen und dann gehe ich schlafen auf jeden Fall. Ja, also ich mache vielleicht die Steine hier dann noch fertig mit dem Schlitten. Hast du dir den anderen auch schon genommen? Ja, also den haben wir zuerst leer gemacht. Okay, gut. So. Das Und? wäre doch gelacht. Ist sie fertig? Wahrscheinlich. Es fehlen noch ein paar Steine, aber die können wir morgen fertig machen. Fertig. Okay. So. Mal ganz schnell rein da, ey. Vögelchen noch schnell. Jo. Nee.
Verfehlt. Doch nicht. Jetzt gucke ich noch, ob ich das Teil hier doch noch aufhängen kann. Aber das geht. Also der zweite, da lässt sich das Fleisch nicht draufhängen. Ich weiß nicht, was, ob das Bug ist oder... Ich habe keine Ahnung. Mal gleich nochmal einen dritten aufstellen. Vielleicht geht's dann. So, hast du schon... Bist du schon im Schlafmodus? Ja, ja. Ich warte nur noch auf dich. So, fein. Fein. Was ist... Ich könnte dir das jetzt abnehmen, das Fleisch. Ist ja geil. Dann braucht man gar kein Tablett mehr. Hin und her reichen. Okay. Achso, ja. Das ist natürlich auch... Wow. Was ein Sturm. Auch cool. Ja, vorher ging das erst gar nicht. Dann war dieser Trick mit diesem Tablett halt da. Ja, und warte mal. Jetzt geht's anscheinend so. Wenn wir jetzt gerade mal bei Lager sind, würde ich gerne auch mal ein Steinlager bauen. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Mhm. So. Upsala. Können wir nochmal? Noch ein Steinlager? Perfekt. Ich frage jetzt mich auch die ganze Zeit, das mit dem... Ach so, geht das? Ja, das können wir dann vorzu... Soll ich mich weiter um die Steinwand kümmern, oder? Ja, mach du mal. Ich dekoriere hier ein bisschen mit Lager und sowas und gehe dann noch ein paar Baumstämme sammeln. Aber ich merke gerade, dass ich was essen muss. Oh, jo, ich auch. Ich mach mal das Feuer schon mal an. Ach, jetzt müsstest du mich gleich auch richtig sehen können, dass ich... Ich pack mal für dich mit drauf, ja? Ja. Na, komm schon. Oh, und wir haben richtig viel Wasser. Das ist richtig geil. Ich baue hier die Steinlager hin. Siehst du das? Da am Haus direkt. Dann sehe ich jetzt anders aus? Habe ich Schlamm im Gesicht? Ja, im Gesicht nicht, aber deine Hände sind ein bisschen dreckig. Oh, wir können essen. Aber es kann sein, dass es mit der Zeit dann wieder weggeht. So. Ach, scheiße, ich muss noch was drauflegen. Gibt's ja nicht. Ich hab noch mehr Hunger. Also du kannst ruhig zuerst du essen. Gut, dann esse ich das eben auf und dann lege ich dir aber direkt ein neues drauf. Ich habe nämlich noch eins hier drin. So. Ich habe dir mal noch eins draufgelegt. Danke. Jetzt brauche ich noch Baumstämme. Vogel! Ach Mann, komm da her. So. Oh, Schildkröten. Wo bist du? Soll ich rüberkommen und dir helfen? Also ich warte jetzt gerade noch auf, bis das Fleisch fertig ist. Oh, bis jetzt geht. Hier sind nur zwei Stück. Die eine habe ich schon. Mein Magen blinkt. Was hat denn das zu bedeuten? Dass du Hunger hast immer noch. Dann lege ich gerade noch was drauf. Sag einmal. Aber dass man denn sich den Magen verdirbt oder so, das kann jetzt nicht sein, oder? Nur wenn du, glaube ich, faules oder Fleisch isst oder zu viel. Glaube ich. Obwohl zu viel kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass ich irgendwas gegessen habe, was nicht mehr gut war oder so. Ich mache hier echt ein Fenster rein. Das ist cool. Das sieht gut aus. Oder eine Tür. Ich mache hier eine Tür rein. Ja, sehr nice. Mit einem Schloss. Ich kann hier eine Tür mit einem Schloss reinmachen. Okay, das mit einem Schloss macht natürlich Sinn. Das ist echt cool. Aber dafür kann ich jetzt hier kein Fenster mehr reinmachen. Aber ich denke, das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, damit kann man leben. So, dann fahre ich jetzt mal einen Schlitten, weil wieder ein bisschen rum Steine sammeln.
Aber ich muss eh in den Wald gehen auch. Noch ein paar Bäume. Kurz und klein machen. Ach, den anderen Schlitten sollte ich vielleicht mitnehmen für meine Bäume. Ich fülle auch schon mal den Topf wieder voll mit Wasser. Mhm. Und gehst du dieses Jahr auf die EA? Auf die EA. Auf die Gamescom. Ich weiß nicht, wie ich auf EA gekommen bin. Die wäre ja normal dieses Wochenende, oder? Ich weiß es nicht. Obwohl, weil ich sag mal so, halt von Österreich ist es halt immer extrem weit zu fahren. Und meistens ist dann immer wenn so Events sind oder so, da ist dann irgendwas. Sollen wir... Ich weiß nicht, wo er ist. Auf dem Schlitten wird gerade was ganz Komisches angezeigt, nämlich, dass ich einen Körper da drauflegen könnte. Okay, also kann man Leichen auch wegfahren, sozusagen? Ja, ich finde das gerade ziemlich unheimlich. Ich guck mal gerade irgendwie, ob da oben bei den Bäumen was ist. Ja, also es kommt drauf an auch, wie also wegen der Gamescom, wie weit unser Airsoft-Verein auch in der Sache geht, denn uns wurde auch mal angeboten, dass wir bei so Events auch dann so mal in unserer Montur halt so auftreten können. Mhm. Also ich hör da schon jemand rum schreien. Du nicht auch? Jetzt gerade nicht mehr. Ich meine, dass sie uns jetzt irgendwann anfangen zu besuchen, das war abzusehen. Das war so. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit Steine finden. Ach, da ist wieder einer. Doch, ich sehe sie. Wie viele? Die kommen. Wie viele? Wie viele? Mindestens drei. Okay. Die waren auf der großen Lichtung. Eigentlich gleich in der Nähe vom Wald. Ja, die haben bestimmt gesehen, dass wir bei ihrem Dorf waren. Ich gucke jetzt auch, dass ich die eine Wand fertig kriege und dass wir hier auch vielleicht erstmal so eine Holzwand ziehen, oder? Wolltest du hier alles voll mit Steinen? Weil Holz kriegen wir eher als Steine, ne? Naja, also ich würde die Wand, die du hast, weiter mit Holz machen. Und bei der anderen dann vorzum mit Steine. Und hier, die hier, wo ich stehe, wollte ich auch so eine lange machen. Da am Anfang sicher mal Holz, aber hinter dir ist einer, Achtung. Der ist jetzt gerade wieder im Wald gelaufen, siehst du ihn? Nee. Ah, da, ich sehe, ja. Schittene. Wo bist du gerade? In deiner Nähe. Renn mal eben rein zum Speichern. Falls jetzt einer von uns nämlich stirbt. Okay, warte mal. Ich speichere jetzt mal. Speichert das eigentlich dann für uns zusammen oder nur für den, der speichert? Für den, der speichert, aber wenn du mich halt einlädst, dann komme ich automatisch wieder zu deinem Punkt hin. Sollen wir versuchen zu töten? Können wir. Dann hast der speichert ist? Ah. Und der läuft weg. Es kann auch sein, dass sie uns jetzt natürlich in den Wald locken will, zu ihren Freunden. Bisschen umkreisen. Ah, fuck, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh. Nochmal draufhauen. Ich glaube, die lebt noch. Ja. Jetzt kannst du sie dir nehmen. Und dann kannst du sie eigentlich aufs Feuer werfen. Wirf sie aufs Feuer. Das hört sich an. Du wirst jetzt gegrillt. Hoho. Es wird sogar das Fleischsymbol angezeigt, oder? Nee.
Warte mal. Mit G. Jetzt müssen wir nur warten, denn sicher kommen da auch wahrscheinlich die Freunde auch noch. Ja, ich gehe mal da schwer von aus. Ja, wo bleiben die Marta? Die wollte doch nur einen Kuchen vorbeibringen. Die neuen Nachbarn begrüßen. Eie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 
Oh Gott, ich bin gleich tot. Scheiße. Ja, dann laden wir einfach neu. Oh Gott, pass auf. Ah, komm schon. Warum schwimme ich nicht weg hier? Die machen alles kaputt. Ich glaub das nicht, ey. Die alten Säcke, ey. Wir haben... Oh mein Gott. Ich fange gleich an zu heulen. Oh Gott, die Schlapper. Ich schwöre dich, ich krieg dich. Nein, ich sterbe. Was kann ich tun, um dich zu retten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, zu mir hinrennen. Warte mal. Oh, Gott sei Dank, danke. Oh mein Gott. Das haben die nicht gemacht, ey. Boah. Ich raste aus. Ich raste so dermaßen aus, ey. Oh mein Gott. Boah, ich bin so sauer gerade. Oh, jetzt gibt's Blutwurst. Aber sollten wir dann nicht auf Stein gehen? Also es dauert zwar ewig lang, aber Holz machen die ja ständig wieder kaputt. Ja, Stein machen sie, aber du kannst ja keine Hütte aus Stein bauen. Das ist ja... Boah, ich bin gerade mächtig sauer. Ich mache jetzt erstmal einen ganz kleinen Unterstand für uns. Dass wir speichern können, oder? Genau, dass wir speichern können. Ich habe zwar jetzt nur ein Fleisch, aber das haue ich jetzt mal auf den Griller. Ich mache jetzt erstmal hier nur so ein ganz kleines hin, dann können wir auf jeden Fall speichern. Und ich werde auf alle Fälle... Bleib hier, Vögelchen. Ich werde auf alle Fälle dann Pfeile wieder bauen. Hast du da die Knochen noch? Genau. So, jetzt... Hast du das Fleisch schon gegessen? Also du kannst ruhig das Fleisch essen, denn ich hau noch eins drauf. Ich komme da, kann das gar nicht essen. Doch jetzt, oder? Nee, doch nicht. Nee, ich kann das irgendwie nicht essen, das Fleisch. Das haben die nicht, ey, das glaub ich ja wohl nicht. Ehrlich, ey, diese alten... Oh. Ich habe Hunger wie Sau und ich habe genug Fleisch. Ich meine... Wir waren ja wenigstens nur in ihrem Lager und haben aber nichts kaputt gemacht, die Säcke. Ach, also, ich bin fix und fertig. Gott sei Dank haben sie die Schildkröten heil gelassen. Oh mein Gott. Wir müssen eigentlich unbedingt diese Katana haben, ey, aber... Weißt du ungefähr, wo die ist? Nee. Ich habe keine Ahnung. Da müssten wir echt so durch die Gegend... Also da müssten wir uns auch ein bisschen vorbereiten, weil ich uns... Also meine Lebensenergie ist mit Essen jetzt nicht nach oben gegangen. Okay. Vielleicht geht das erst... geht das erst mit Speichern wieder. Versuch mal, hast du Medikamente, Medizin? Stellt Gesundheit wieder her. Ach ja. So, jetzt habe ich. Ich bin aber auf jeden Fall was. Ja, der Balken. Och, ja, jetzt füllt sich der Balken wieder. Boah, diese Säcke, ey. Oh mein Gott. Alles umso. Wir müssen erst eine Mauer bauen. Das geht gar nicht anders. Ah. Für was ist der Unterstand nochmal gut? Zum Speichern. Dann bauen wir als erstes mal den fertig. Genau, oder? Das soll jetzt erstmal so ein provisorischer werden. Damit wir hier speichern können. So, es fehlen noch 5 Bäumstämmchen. So, ich speichere jetzt mal. Tu das. Meine schöne Mauer ruiniert, ey, die alten... Oh Gott, bin ich das gerade wütend. Ja. Ich bin so doof, den Vogel da zu treffen. So, ich mache hier jetzt erstmal wieder trotz alledem eine Holzwand hin.
Hauptsache erstmal eine Wand. Ist mir jetzt egal wie. Und da hinten machen wir dann einen Stein. Hier, die ganz lange. Mhm. Bin ich dann dafür. Oh Gott. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Nee, ich hab unseren Grill zerstört. Ah, den baust du jetzt wieder auf. So, wenn ich finde, wo es geht. So. Aber gibt's da nicht auch einen Grill mit Steinumrandung? Ja, klar gibt's den. Wo finde ich den? Warte mal, gucken wir mal. Der müsste direkt bei Feuer und dann ganz unten Lagerfeuer mit Stein. Ganz unten rechts. Speicher mal eben. Ja, kommt schon ein Steinchen noch. Oh. Dann können wir das ja hier hast abbauen, noch, ne? Hast du noch Stöckchen? Nee, ich habe gar nichts momentan. Ich traue mich gerade... Hey. Sorry. Ich traue mich auch gerade nicht irgendwie wieder in den Wald zu gehen. Ich weiß auch nicht. Scheiße. Sollen wir dann zum Übernachten aufs Boot raus? Nö, wir können hier ja jetzt gleich schnell übernachten. Die haben uns jetzt halt einmal angegriffen. Ne? Es ist jetzt halt blöd gelaufen. Aber deswegen habe ich ja gesagt, müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich eine Mauer aufbauen und dass wir vor diesen Mauern am besten Fallen platzieren. Ja. Weil das hält die natürlich schon mal ein bisschen fern. Ach, mein Gott. Ich warte gerade, dass wir schlafen gehen können. Oh, dann muss ich morgen noch ein bisschen Holz sammeln. So. Den Schlitten lasse ich jetzt hier mal stehen. So, speichere ich das mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die bei einem Angriff, ne, was kaputt gemacht haben. Das hatte ich auch schon. Aber nicht, dass die wirklich in das Lager reinrennen und wirklich aggressiv die Sachen zerstören. Also das hatte ich noch nicht. Kann das aber auch damit liegen, dass wir die angegriffen haben? Gut, es könnte daran liegen, dass wir die eine da getötet haben, ne? Dass dann so viele kamen. Aber die, die jetzt da waren, das waren noch die normalen. Das waren noch die einfachen, die harmlosen. Die anderen, die blauen, die sind noch eine Ecke stärker und schneller. Okay. Ja, und diese Mutanten, die mit den ganz vielen Armen, die kriegst du so mit einem, egal ob du die Katana hast oder sonst irgendetwas für eine Axt, die kriegst du so gar nicht kaputt. Ich glaube, nur mit Feuer. Mit diesen, wie heißen die, Molotow-Cocktails? Ah, mhm. So, jetzt können wir eh bald mal schlafen gehen. Ich hoffe es. Ist eigentlich schon doof, dass man da nicht schlafen gehen kann, weil man schlafen gehen möchte. Hm. Ja, oder allgemein, dass es so lange, ich meine, jetzt guck mal, jetzt ist es schon mitten in der Nacht rein, aber gut, sie wollen ja auch, dass die Viecher angreifen, ne? Man ist ja, das ist ja genauso wie diese Minecraft-Sachen, ne? Mit diesen Monstern, die da sind. Die wollen ja auch nicht, dass du da fertig baust und so. Ich hole mir in der Zwischenzeit noch eine Schildkröte.